Und zu diesem Thema möchte ich noch einen Satz sagen. Den sage ich nicht nur, weil ich in der Kirche bin. Das würde ich auch sagen, wenn ich vor einer Gruppe fundamentalistischer Atheisten stelle. Ohne das Engagement der Kirche, richtig vor, der evangelischen wie der katholischen, ohne deren Ordnung, der Mitarbeiter im Flüchtlingsraum und so weiter, wäre manche inhumane Entscheidung nicht korrigiert. Ich sage auch, diese Mitarbeiter, diese Christen, die sich in diesem Bereich engagiert haben, auch haben mir etwas getan, was die Überschrift dieser Veranstaltung ist. Die haben mich wörtlich getrieben. Ich fand, das war eine sehr gute Unterstützung. Meine Motive, die hinter meinem politischen Engagement stehen, sind sicherlich sehr originell. Und eins weiter, sie gelten nicht nur für mich, sie gelten auch nicht nur für den Bereich der Politik, sondern auch für viele andere. Viele Menschen engagieren sich aus gleichen Motiven in den unterschiedlichen Bereichen unserer Bürgergesellschaft. Ich wollte und will nicht nur gesellschaftliche Entwicklungen beobachten und bewerten, sondern mitgestalten. Ich habe die Politik gewählt, andere sind. Wichtig ist mir, Verantwortung nicht zu delegieren, sondern mitzutragen.